Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Ja, dann machen wir natürlich weiter an der Stelle. So, hier sind sie noch alle am Schlafen, aber bald geht's weiter. Hier habe ich noch was vergessen in Auftrag zu geben, sehe ich gerade. Das kann auf jeden Fall noch entfernt werden. Und ansonsten wird hier unten langsam aber sicher die Station gebaut, wo wir dann die Bioverformungskapseln mit reinstellen können. Ich hoffe, dass wir da auch genug Material erstmal vor Ort haben. Also ich glaube, das kostet eine Menge Stahl auf jeden Fall. Müssen wir mal schauen. Vielleicht können wir hier noch vorher welches farmen oder vielleicht kriegen wir auch was beim Waffenhändler. Da können wir mal kurz reinschauen. Schwerer Zusammenbruch. Wer denn? Gorilla. Neidisch auf Terrys Schlafraum. Okay, Gorillas Schlafraum ist wohl schlechter als Terry seiner. Wobei grundsätzlich, glaube ich, dasselbe drin ist. Wie ist denn hier der Unterschied? Also halbwegs imposant zu gut. Okay. Ja, notfalls tauschen wir einfach. Ich glaube, Terry stört das nicht so sehr. Lass mal Besitzer wählen. Zuweisung aufheben. Terry und dann Zuweisung in dem Fall auf Gorilla wechseln. Genau. So, dann hätten wir das vielleicht schon umgangen. Weiß ich nicht. So, ich wollte gerade beim Waffenhändler mal mit reinschauen lassen. Quatsch mal hier bitte. So. Ich halte sie zwar ungern von der Ernte ab, aber manchmal sind andere Dinge halt auch wichtig. Aber der verkauft, glaube ich, keinen Stahl. Nee, sieht mir auf jeden Fall nicht so danach aus. Wir können andere Dinge verkaufen, das wäre nicht das Thema. Aber alles eigentlich Teile, die wir selber brauchen. Und Gold mag ich auch nicht verkaufen. Nee, komm, dann das sein. Das stecken. Forschung abgeschlossen, Gasdrucklader. Jawohl, damit erforschen wir jetzt das ganz Wichtige, nämlich den Autokanonenturm. Und mit dem können wir uns dann, glaube ich, schon doch ziemlich gut auch verteidigen hier. So, was macht die Ernte? Die würde reingekarrt. Es wäre gut, wenn wir zeitgleich auch ein bisschen Fleisch auf Vorrat hätten. Hatte ich da nicht irgendwas in Auftrag gegeben, dass wir irgendjemand jagen? Lass mal bei den Tieren. Nee, nicht die Tiere, sondern die Wildtiere. So, okay, da ist nichts angegeben, dass wir irgendwas jagen. Lass mal gucken, wo seid ihr denn? Jagt das mal. Vielleicht auch, dass gleich zwei, drei Leute losrennen. Schauen wir mal. Okay. Oder auch nicht. Kommando zurück. Gefängnisausbruch findet statt. Sprich, wir nehmen das nochmal wieder zurück. Wir stellen Mike hier hin. Haben wir jemanden mit einer Fernkampfwaffe wie Maria zum Beispiel? Wo steckt die? Die steckt auf dem Feld. Okay, die müsste relativ schnell hier hereinkommen. Ansonsten, Mike positioniert sich, wie gesagt, dort. Das könnte eigentlich schon fast reichen. Sofern Maria schnell genug ist. Sieht mir nicht danach aus. Okay. Mike bleibt einfach dort stehen. Wolf bleibt einfach dort stehen. So, es wäre schön, wenn du einfach aufgeben würdest. Oder so. Okay, tut mir leid. Rechter Daumen abgeschossen. Scheint nicht ganz so frisch gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war. Ich gehe jetzt mal davon aus. Gut. Sprich, wir müssen ihn erstmal retten. Wer macht das denn? Also irgendjemand scheint das gerade zu machen. Ach nee, fangen müssen wir ihn. Nicht retten. Genau, wir müssen ihn fangen. Dann mach du das bitte. So, und dann sollte sich, wenn es geht, vielleicht, ich glaube, Sarah war die gute, oder? Mit Fähigkeit 11 und Fähigkeit 4, wobei Wolf ja durchaus üben könnte an ihm. Komm, wir lassen Wolf mal üben. Bitte behandeln. Dann wird er ja halt zumindest auch ein bisschen besser, was das angeht. So, und dann kann Sarah sich weiter um die Felder kümmern, was ja auch ziemlich wichtig ist. So, Tod in 6 Stunden, das wird er wohl nicht erreichen, hoffe ich zumindest. Schlechte Hygiene hat er, da müssen wir ihn halt mal waschen auf jeden Fall. Wobei wir ihm natürlich auch gerne das Dingens hier reinstellen können. Lass das mal neu montieren und wir stellen es, würde ich sagen, hier in die Ecke. Und dich stellen wir mal dafür mal hier hin. So. Gucken wir mal. Scheint gerade keiner zu priorisieren.
Er kann's nicht. Gut, Arthur, was machst du? Du baust dort. Kannst du bitte auf dem Weg dorthin das machen und dann bitte direkt das? So, weil dann kann er sich zumindest selber waschen bei Bedarf. Ist ja auch schon mal wichtig. So. Wie weit sind die eigentlich? 95% gewachsen. Haben wir davon jetzt schon irgendwas auf Lager? Lass mal schauen. 3 Stück auf jeden Fall. Okay, das heißt, die könnten anfangen, wenn sie wollten, sich ihre Kleidung schon mal einzufärben. Was ja nicht schlecht ist. Okay, aber ich lasse erstmal ein bisschen noch hier weiterarbeiten. Ist, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Gorilla, was hast du jetzt immer noch? Elitäre Erwartung. Warum eigentlich? Weil du, glaube ich, dieser Anführer bist. Okay. Ich sollte keine Unbequemlichkeiten ertragen müssen, die mich von meiner wichtigen Rolle ablenken. Ja, was erwartest du denn? Pflichtbekleidung Barett. Und ich nehme mal an, du hast kein Barett? Doch, du hast ein Barett. Was willst du dann? Erhöht Erwartung generell halt um 2 Stufen. Also ich denke mal, er erwartet halt definitiv Besseres als das, was er hat. Sprich, er bräuchte, denke ich zumindest, ein größeres Zimmer. Vielleicht auch mit besserem Boden drin und sowas. Vielleicht würde besserer Boden auch schon reichen. Das könnten wir ja mal testen. Haben wir denn ein bisschen Holz auf Lager? Ja. Weil dann würde ich gerne... ja, genau. Weil dann würde ich gerne ihm einfach mal einen guten Boden reinzimmern lassen. Und der beste wäre halt der. Oder wir machen aus... Wir haben auch nicht so viele. Wir haben von nichts so viel eigentlich. Also Holz haben wir in Massen da. Das heißt, komm, lass aus Holz das hier machen. Das war sein Zimmer. Und dann einmal bitte bis dorthin. So. Na dann gucken wir mal, ob ihm das irgendwas bringt. Irgendjemand will er gerade beleidigen. Kamba, na sehr schön. Besuchergruppe kommt an, Beleidigungstour Gorilla. Ja, das hat man ja, wissen wir ja schon. Ich hoffe, Kamba dreht es nicht instant durch, deswegen. Komm, dann Kamba, lauf mal weg hier. Wir machen das jetzt mal. Also, du läufst erstmal nach da. Okay, Gorilla ist wieder bei Sinn. Wie waren die Auswirkungen auf ihn? Minus 17 ist schon nicht ohne. Chemisches Verhungern, schreckliche Alterung. Draußen, das mag er wohl gar nicht. Stubenhocker draußen. Da gibt es gleich zweimal den Mali für draußen. Was ist das denn? Draußen und draußen. Insgesamt minus 6. Ist doch kacke. Hm. So, okay. Das muss dann weggerissen werden. Das könntet ihr dann auch mal nebenbei irgendwie reparieren, habe ich das Gefühl. Kannst du das mal bitte gleich machen? Und danach das. Und du machst dann mal das und dann das. So, dass hier die Wände mal zumindest halbwegs ganz sind. So, okay. Dann haben wir das zumindest erstmal soweit repariert. Wutanfall kann man natürlich, weil er beleidigt wurde. Geht er jetzt auf alles los? Ach Mensch. Hm. Nicht die Blumentöpfe, Mensch. Auf was geht er denn gerade? Ich habe keine Ahnung. Sieht aus, als wenn er auf hier irgendwas geht. Stromkabel, natürlich. Hm. Okay, wir müssen uns das dann alles nochmal anschauen. Also ich hoffe, er kriegt jetzt hier nichts direkt kaputt. Alter, hör doch mal auf. Arthur, wo bist du? Nee. Komm, geh mal reparieren. So, okay. Ich glaube, Wutanfall ist vorbei. Schlimmstes geschafft. Ich lasse trotzdem mal ein paar Sachen zumindest hier reparieren. Hier müsste... hier ist auch noch was. So, dann hier nochmal. Hier nochmal.
Okay, dann lassen wir ihn erstmal schlafen, damit er seine Ruhe hat und nicht irgendwie gestört wird oder so. So. Ob wir die jemals in den Griff kriegen, dass die zufrieden sind? Ich weiß es noch nicht. So, Besuchergruppe. Ja, können wir wohl nichts mitmachen. Wer seid ihr denn? Weibliches Rudel. So heißt denn ihr Glaube, okay. Ich glaube, die sind ganz schön männlich fürs weibliche Rudel, aber ist okay. Ansonsten habt ihr nichts Tolles dabei, nehme ich mal an. Ihr gehört zu keiner Fraktion, oder? Doch, ja, die Aska-Sippe. Die Aska-Sippe ist neutral. Also sollte man wahrscheinlich auch nicht angreifen oder so. Wäre etwas ungünstig. Na gut, dann lassen wir die erstmal in Ruhe. Die kommen. Okay, die wandern einfach durch unser Haus durch. Wo wollt ihr denn hin? Okay, aber marschiert einfach nur generell hier durch. Ja, auch sehr schön. So, Gorilla kocht. Wieso kocht eigentlich Gorilla? Warte mal, was waren da? Weil wir ihn noch nicht richtig eingestellt hatten. Gorilla ist aber eigentlich nicht wirklich gut im Kochen. Das heißt, wir sollten ihm das verbieten. Aufsehen darf er durchaus machen, wenn er möchte. Tierpflege kann er durchaus machen. Jagen von mir aus und bauen, ja, kann er definitiv auch. So, der Rest, Managing, definitiv nicht. So, okay. Weil Kochen war, glaube ich, Max Tagesgeschäft und von daher würde ich das auch dabei belassen wollen. Also höchstens mal im Notfall, dass man da jemand anders einspringen lassen, aber sonst ist das okay. So, jetzt kommen wir von unserem ursprünglichen Thema hier ab, denn wir wollten eigentlich ja hier Wildtiere jagen lassen. So, dann gucken wir mal, ob es jetzt losgeht. Wahrscheinlich nach dem Frühstück dann irgendwann. Denn so können wir halt aus den Kartoffeln noch viel mehr rausholen, wenn wir einfach dazu ein bisschen Fleisch mischen können. Da kriegen wir dann die doppelte Menge an Mahlzeiten aus den Kartoffeln raus. So, Gorilla jagt auf jeden Fall, das ist sympathisch. Und da hat er schon den ersten erledigt. Arthur kommt hinterher. Hat sich kurz hingestellt und ist dann der Meinung, er müsste was essen gehen. Buffalo rächt sich, okay. Nicht so gut. Noch ein Buffalo rächt sich. Okay, warte mal. Kommando folgendermaßen. Du rennst mal bitte dahin. Du rennst mal bitte dahin. Wenn es geht, lauft ihr schnell los. So, du wirst anfangen, auf den zu schießen. Sag mal, wie nah mussten du rangehen, um auf den zu schießen, Junge? So, er wurde auf jeden Fall getroffen. Ich hoffe, er ist auch behindert in seiner Bewegungsgeschwindigkeit. Arthur, Quatsch, Kammer wird jetzt schießen. Ja, einer ist tot, sehr gut. Wir werden Arthur noch bis dorthin laufen lassen. Dann werden wir Kammer wahrscheinlich auch loslaufen lassen. Er ist erstmal hinter Kammer, ja? So, jawohl, okay. Situation geklärt, würde ich sagen. So, na dann, kümmert euch mal, die wegzutragen. Haben wir aber, glaube ich, doch relativ souverän geklärt, das Thema. Was ist das denn? Ach ja. Stimmt, da war was. Das könnte man natürlich auch mal ernten lassen. So. Und jetzt müssten ja, sobald die dann geschlachtet werden, was ja eigentlich Mike dann machen müsste, schlachtet Kreatur, super. Aber warte mal, mich wundert gerade, wieso er das bevorzugt macht. Sollte er nicht bevorzugt eigentlich essen? Also war nicht so die Reihenfolge, aber ist okay. So rum ist natürlich besser, weil jetzt kocht er auch in der richtigen Reihenfolge. So, das können wir wegklicken. Und ja, dann haben wir jetzt wieder endlich mal leckere Mahlzeiten im Schrank. So, warte mal, Maria, bevor du hier irgendwas anderes anbaust, halt, kannst du bitte dort mal anfangen? Und dann hier.
Genau. So, denn das Zeug braucht man ja, wie gesagt, damit die sich entsprechend einfärben können und darauf dann vielleicht einen kleinen Bonus kriegen, was ihren Style angeht. Besonders gefährdet ist ja offenbar Gorilla. Das heißt, ihn würde ich, nachdem er das gemacht hat, einfach mal hier zum Style-Tisch rennen lassen. So, Gorilla, nimm deine Lieblingsfarben. Akzeptieren. Wir haben nur drei. Hatten wir nicht fünf schon drei? Und es waren noch hier, aber welche abgeerntet? Okay, jetzt hat er vier. Na gut. So. Gorilla färbt sich um in Giftgrün. So. Dann kriegt er zumindest einen kleinen Bonus auf seine Stimmung, weil er trägt seine Lieblingsfarben. Gut. Wer ist noch besonders gefährdet bei uns? Blaue Kobra könnte man generell auch ein bisschen verändern. Kann man mit. Ich glaube nur nicht, dass wir so viel Farbstoff noch da haben, aber wir testen es einfach mal. Drei Stück hat er auf jeden Fall da. Ja, dann kann er erstmal nur die drei färben, aber vielleicht macht er dann später noch, sobald wieder ein Farbstoff geerntet wurde, noch eine weitere Umfärbung. Weiß ich nicht. So. Ja, die Hose hat er noch nicht, aber es könnte sogar, glaube ich, trotzdem für den Bonus reichen. Genau. Es kann sein, dass auch nur ein Kleidungsstück schon reichen würde. Da bin ich mir nicht sicher, das habe ich noch nicht getestet, aber das können wir natürlich auch mal testen. So. Was haltet ihr eigentlich davon? Zone erweitern. Wenn wir hier auch nochmal sowas hinmachen. Ist das dann schon das Richtige? Nein. Okay, dann lass das mal umändern in Tinctoria. Und ja. Weil ich glaube, die vier allein für den Anfang, oder ist das, glaube ich, zu wenig? Also wenn wir schon ein paar haben, dann ist das, glaube ich, ganz okay, weil dann werden wir nicht so oft mehr umfärben müssen. Aber am Anfang ist es doch ein bisschen sehr wenig. Wie geht's dir? Du wirst nicht überzeugt, aber ich glaube, eingestellt haben wir es mit dem Bekehren. Genau. Gut, passiert halt nur noch nicht. Ja. Ansonsten hier wächst das Heu, das ist auch okay. Glaube, 5. Juli, eine Anbausaison müsste man eigentlich noch schaffen. Zumindest wenn sie sich ins Zeug legen und nochmal jetzt hier die Aussaat reinbringen, ausbringen, meine ich. Stahlreste. Kommt uns natürlich eigentlich ganz gelegen, oder? Komm, lass mal abbauen. Das ist was, was wir brauchen. Denn da unten sind ja nun die Teile fertig und wir, warte mal, bevor wir die bauen, stromtechnisch kommen wir klar, oder? Wir haben 955 plus 823 plus noch. Die Turbinen laufen aber so gut wie gar nicht. Sprich, ja, wir müssten klarkommen. Also wenn wir hier ein, zwei Bioverformungskapseln bauen, sollte das eigentlich kein Thema sein. Lass mal schauen. Möbel. Ist das nicht hier dabei? Sieht man nicht danach aus. Produktion wird es aber auch nicht sein. Dann wird es bei Diverses wahrscheinlich dabei sein. Genau. So. 120 Stahl brauchen wir und jeweils vier Bauteile. Das ist schon nicht ohne. Aber wir machen das auf jeden Fall und bauen erstmal zwei Stück hier auf. So. Mal, das haben sie auch schon soweit gemacht. Das heißt, wir können das hier reinbauen. Und was mich auch mal interessieren würde, ob wir schon Folgendes gemacht hatten. Kalkstein. Nee, haben wir nicht. Sollten wir vielleicht auch mal machen, dass wir hier generell dann die Leitungen langziehen. Falls wir dann hier drin natürlich auch noch Heizung aufstellen wollten. So. Okay. Gut. Und wir müssen natürlich hier noch ein bisschen Boden reinklatschen. Fällt mir gerade auf. Da ist noch so kahl hier drin. Lass mal schauen. Mehr bilden. Und wir hatten, ich glaube, dich hier, oder? Ich glaube, dich hatten wir. Ich bin mir nicht sicher. Aber was anderes kann es eigentlich fast schon gar nicht sein. Komm, wir ziehen das einfach hier durch bis dorthin. Das sollte passen. Verrückter Steinbock. Ist das wirklich nur einer? Na, schade, jetzt habe ich schon drauf geklickt. Ist das wirklich nur einer?
Wir können es kurz hier überprüfen. Ich glaube, hier sehen wir es. Genau. Okay, ist nur einer. Das geht ja. Forschung abgeschlossen, Autokanonenturm. Ja, sehr schön. Warte. Sicherheit. Autokanonenturm. Bitte. Ach, scheiße. Wir brauchen Plaststahl. 40 Stück auch noch. Ich glaube, wir haben 0 Stück. Ich glaube, das letzte Plaststahl, was wir mal hatten, haben wir gekauft. Da hat man 5 Stück gekauft, haben wir 7 Stück braucht, um den Putzroboter dort, Quatsch, den Trageroboter zu reparieren. Okay, dann folgendes. Wer hatte die Schrotflinte? Ich glaube, Gorilla hatte eine Schrotflinte, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Stellt sich Gorilla mal bitte hin. Ich glaube, Kamba hatte auch eine Schrotflinte. Arthur wird sich mal mit dazustellen. Okay, wir müssen hier definitiv noch was reinbauen, bodentechnisch, dass da drin keine Bäume wachsen können. Das ist ja ganz ungünstig. Und allgemein wachsen hier schon wieder viel zu viele Bäume. Komm, Sarah kommt auch noch mal mit. Nur für den Fall. Alter! Ach, Mensch, Mädchen. Oder Junge. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Schießt mir bloß nicht Kamba über den Haufen. Okay, hat funktioniert, reicht schon. Das heißt, ihr könnt euch wieder kümmern. Jetzt. So und so. Gut. Okay, das sollten wir aber relativ flott machen hier mit dem Boden, weil das geht nicht, dass da drin und irgendwas wächst. Lass mal hier kurz ein bisschen Betonboden reinzimmern. Und Arthur wird das ganze Ding, warte mal, machen. Arbeitet an Beton, genau. Damit reißt du nämlich zeitgleich auch den Baum ab und dann holt er Beton oder Stahl in dem Fall, wird ihn auslegen und gleich alles, glaube ich, hier bauen. So, gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, genau. Benutzt das Teleskop. Nein, macht das mal ganz kurz zumindest fertig. Jawohl. So, dann hätten wir das Problem nicht auch gelöst. Dann kann ja nichts mehr wachsen. Hier ist natürlich das Problem wirklich, dass wir die Bäume dort haben. Und sobald wir irgendeinen Überfall natürlich kriegen, werden die Bäume als Deckungsmöglichkeit natürlich nutzen. Sprich, das ist irgendwie nicht so cool. Vielleicht sollten wir dort auch nochmal Boden mit reinhämmern. Ich mag ungern Holzfußboden hier draußen hinlegen. Das passt einfach nicht. Beton ist halt ziemlich teuer, aber es ist eventuell eine akzeptable Notlösung. Ich weiß es noch nicht. Ein Stahl halt pro Feld. Stroh auslegen ist auch nicht so das Richtige. Teppich als recht nicht. Hier kostet auch wieder Stahl. Und das würde alles halt solche Steinblöcke kosten, die wir eigentlich nicht so in den Massen haben. Kalkstein. Warte mal, lass mal schauen. Es gibt doch hier bei Meerböden bestimmt auch billigen Boden. Zwei zum Beispiel ist billig. Gut, also zwei ist ziemlich billig. Wie ist hier der günstigste Preis? Vier. Ich glaube, das hier war 2, genau. Und das könnten wir theoretisch aus Kalkstein halt schon bauen. Frage ist, was kostet uns denn der Spaß, wenn wir das jetzt hier. Das sind schon allein 700 Kalkstein. Und wir haben gerade mal 800 irgendwas. Okay, das heißt, das ist ganz schön teuer. Was haben wir hier rumliegen? Kalksteinblöcke. Bräuchten wir hier vielleicht auf der Seite mal eine Tür? Wäre das was Praktisches, zumindest mal vorübergehend, dass wir hier das Zeug ranholen können? Ich glaube, würde denken, ja. Lass mal hier strukturtechnisch eine Tür reinbauen. Aus Granit, wenn es geht. Genau. Und die würde ich gleich an eine Stelle reinbasteln, die wir sowieso früher oder später austauschen möchten, nämlich hier. So. Entspannt sich mit anderen? Nein, du wirst das jetzt hier als nächstes bauen. Und ich hoffe, dass du das auch direkt instant fertig baust. So. Kannst du das bauen, wenn dort was liegt? Bin mir gerade nicht sicher. Okay, er kann. Ja, danach aber weiter.
So. Gut, dann hätten wir das nämlich schon mal ausgetauscht und dann können wir hier den ganzen Kalkstein mal einsammeln lassen. So, ich hoffe, dass das so erstmal okay ist. Ja, es ist auf jeden Fall erstmal eine Menge schon. Hier das Lager ist nämlich auch leer. Das heißt, wir können da durchaus jetzt Dinge wieder bunkern. Und dann würde ich sagen, wir bauen so peu à peu halt den Boden dorthin. Lass mal gucken. Mehr Böden. Kalkstein haben wir schon ausgewählt. Wir machen es einfach mal. Lass das mal so machen, dass wir auch was sehen. So. Und bis da drüber. Und komm, dann machen wir es halt nur so. Gut. Soll erstmal das gemacht werden. Da haben wir den unteren Bereich zumindest erstmal soweit safe. Den oberen Bereich können wir dann auch noch safe machen. Wir müssen ja nun nicht wirklich alles auskleiden, aber ich glaube bis hierher zumindest, also dass wir den Teil hier noch mit dazu nehmen. Je nach Range der Waffe. Das hängt halt auch ein bisschen davon natürlich ab. Okay. So, wie weit seid ihr denn hier? Es fehlen noch die Bauteile. Hier fehlt noch ein bisschen Stahl. Gut, das können wir dann aber natürlich auch als separaten Auftrag geben, dass die das dann auch wirklich jetzt am nächsten Tag vielleicht schon mal machen. Und ja. So, Kammer stellt immer noch fleißig her. Ich bin mal gespannt, wie gut der inzwischen ist. Also ob da jetzt mal was Gutes hier rauskommt. Oder ob der immer noch nur auf normal produzieren kann. Na komm. Ah, echt? Schade. Okay, wird er heute nicht mehr fertig kriegen? Macht er morgen. Und genauso werden wir das auch machen. Wir sehen morgen, was bei rauskommt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, einfach mal gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Da freue ich mich immer. Wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht oder was auch immer. Und ja, haut rein. Ciao, ciao.